Ich glaube, ich nenne meine Geschichte Die Zauberer, die ihre Zauberstäbe verloren haben. Es war einmal eine geheime Schule, wo Monster Trucks das Zaubern lernten. Es war eine Schule für Zauberer. Oho, jetzt sind wir so magisch. Geburtstagus Kuchenus. Gitaria Spielero. Gurki Kadamus. Was? Upsi. Aber es gab einen Zauberer, der es nicht mochte, wenn andere Monster Trucks zauberten. Sein Name war Lord Zylinder. Und er wollte der einzige Zauberer sein, der zaubern konnte. Zauberstabius Technibus! Ich nehme dir den Zauberstab weg! Und eure Zauberstäbe! Mein Zauberstab! Und deinen Zauberstab! Los, pass auf! Wow. Rostfleck. Das ist Lord Zylinder. Er hat die Zauberstäbe. Und nun werfe ich sie in einen Vulkan, damit niemand je wieder zaubern kann. Außer mir. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Zauberstäbe in einen Vulkan wirft. Man muss ihn aufhalten. Aber wer? Ich kann das machen. Ja, der Lord hat Blaze-Zauberstab nicht bekommen. Komm, AJ, beeilen wir uns. Wir holen sie wieder zurück. Juhu! Ja! Oh nein! Blaze darf die Zauberstäbe für seine Freunde nicht zurückholen. Ich muss ihn hiermit aufhalten. Einem Löwenzauber mit einer Zauberkraft von 3. Der Lord hat einen magischen Löwen gezaubert. Wir brauchen auch so einen Zauber, um ihn zu besiegen. Ein Löwen mit einer Zauberkraft, die größer ist als 3. Versuchen wir es mit der 1. Ist die 1 größer als die 3? Nein. Aber was ist mit der Zahl 5? Ist die 5 größer als die 3? Ja! Levissimo 5! Hat funktioniert! Oh, Zauberer Blaze ist mächtiger, als ich gedacht hatte. Aber nicht mächtig genug, um an meinem Drachenzauber vorbeizukommen. Mit einer Zauberkraft von 8. So ein Rost! Das ist aber ein großer Drache. Um ihn zu stoppen, brauchen wir eine Zauberkraft, die größer als 8 ist. Probieren wir die Zahl 4. Ist 4 größer als 8? Nein. Probieren wir eine andere Zahl. Vielleicht die 10. Ist 10 größer als 8? Ja! Drachonium 10! Oh nein! Die Zauberstäbe! Jetzt müssen wir schnell sein, sonst fallen sie in den Vulkan! Helft mir mit einem super Schnellfliegezauber! Ruft! Gib Speedybus! Gib Speedybus! Und jetzt bringen wir die Zauberstäbe zu unseren Freunden zurück. Juhu! Yay, das war klasse! Als sie ihre Zauberstäbe zurück hatten, zauberten sie damit magische Luftballons. Und magische Leckereien und magische Rummelattraktionen. Sie zauberten eine Zaubererparty. Oh ja! Sogar Lord Zylinder war dabei. Doch vorher musste er versprechen, dass er ab jetzt ein braver Zauberer sein würde. Es wurde für alle eine magische Zaubererparty. Zu Ende. Ja! Tolle Geschichte!